aus Berlin. Macht ganz viel Lärm für den großartigen Noah Klaus. Ja, grüße euch, hallo. Ich habe einen Text dabei, der sich mit dem Thema Antinatalismus beschäftigt. Also für diejenigen, die jetzt nicht Latein in der Schule hatten. Also wenn man generell gegen Kinder ist einfach. Und früher der klassische Antinatalismus war eher so aus so einer gewissen so Schopenhauer-Style. Es war eher so ein bisschen so, oh, das Leben ist eigentlich voll Kacke und so. Und deswegen lohnt sich das eigentlich nicht. Und da sind wir aber so ein bisschen drüber hinweg. Und der neueste Antinatalismus hat so ein bisschen anderen Zugang. Und der wird in meinem Text ein bisschen beleuchtet. Und der Text trägt den schönen Titel »Ein zynischer Vorschlag«. Ich glaube, dass wir ehrlich zu uns selbst sein sollten. Denn wenn wir ehrlich zu uns wären, dann müssten wir uns eingestehen, dass wir mit unserer entfesselten Wirtschaft unseren Planeten zerstören. Wir müssten uns jedoch auch eingestehen, dass der Emissionshandel und die Rettung der Wale und die Spende an Greenpeace zu Weihnachten und die biologisch abbaubaren Pappbecher nur unser Gewissen beruhigen sollen. All das soll die Illusion aufrechterhalten, dass wir das Ruder noch herumreißen können, dass am Ende doch alles gut wird. Aber, so bitter das jetzt klingen mag, wer glaubt, mit Krombacher Saufen die Umwelt retten zu können, der kackt auch bei fremden Leuten in die Dusche und hofft, dass alles wieder gut ist, wenn er eine Packung Taschentücher daneben legt. Wenn wir es nämlich wirklich wollten, dann müssten wir schlicht und ergreifend unseren Lebensstandard herunterfahren. Wir dürften eben nicht mehr für 20 Euro nach Mallorca fliegen, nicht mehr im Durchschnitt 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr verdrücken, keine 2 Autos mehr in der Garage stehen haben, im Winter keine Erdbeeren aus Chile mehr essen und keine 40 Liter Wasser mehr am Tag das Klo runterspülen. Aber wer hat darauf schon Bock? Wir sind nun mal eine Bande von Egomanen und Wachstum heißt unser Fetisch. Wir sollten dazu stehen. Der gemeine Mitteleuropäer lässt sich eben leider nicht mehr zum Plumpsklo oder zum Urlaub im Harz überreden, wenn schon ein fleischfreier Tag in der Woche einen Angriff auf die Grundrechte darstellt. Angesichts solcher Borniertheit noch weiter halbherzig das Klima retten zu wollen, aber ohne auf irgendeine Annehmlichkeit zu verzichten, ist doch ein klassischer Kampf gegen Windmühlen. Belügen wir uns doch nicht selbst. Vielleicht ist es an der Zeit für radikalere Lösungen. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob es überhaupt so klug ist, sich nach den fetten auch noch die mageren Jahre anzutun. Das killt jetzt immer so ein bisschen die Stimmung, aber mein Vorschlag zur Güte, die Menschheit lässt sich komplett sterilisieren und wir lassen kollektiv nochmal ein Jahrhundert die Sau raus. Ja, lässt sich auch wunderbar etikettieren. Nach mir die Sintflut, das große Finale, Hedonismus pur, Schlussverkauf Deluxe, das Ende aller Tage, Party Edition! Damit wäre unser moralischer Ballast auch einfach über Bord geworfen, nämlich unsere Kinder, Enkel und Urenkel. Ja, denn dann gäbe es niemanden mehr, für den noch irgendetwas zu retten wäre. Und jetzt mal Hand aufs Herz. So groß wäre der Verlust jetzt nicht. Die paar Strichmännchenbilder und das bisschen Memory-Spielen machen den Braten am Lebensende auch nicht mehr fett. Und ohne meine Enkel muss ich auch niemandem erklären, dass die Welt kaputt ist, weil damals die Flüge so billig und die Steaks so lecker waren. Und was alles möglich wäre, wenn wir das durchziehen würden? Bäder in Avocado-Creme, Rohöl im Rasensprenkler, eine direkte Flugverbindung zwischen Köln und Düsseldorf, zwischen Berlin und Potsdam, zwischen Mannheim und Ludwigshafen, zwischen Zürich und Luzern, zwischen Castrop und Rauxel, alles im 10-Minuten-Takt und vor allem Ficken ohne Kondom! Ja. Wir könnten Schweine essen, die nur mit Hühnern gefüttert wurden, die wiederum nur mit Mais gefüttert wurden, der wiederum nur mit Champagner gedüngt wurde. So nämlich. Wir können öffentliche Schokobrunnen aufstellen. Wir müssten unser Geld nicht mehr in Stuttgarter Bahnhöfe und Berliner Flughäfen investieren, sondern könnten uns mal Augustiner statt Oettinger gönnen. Ist doch auch was. Ich glaube sogar, dass die Gewissheit des unvermeidlichen Endes extrem befreiend wirken kann. Die Polkappen schmelzen ab. Cry me a river, bald ist hier sowieso Zapfenstreich. Kim Jong-un will seinen Atombomben testen. Ich piss mir ins Hemd. Die Bienen sterben aus, doch, wenn es weiter nichts ist. Und ich dachte schon, der Techno wäre alle.
Besonders schön wäre auch, dass man eine gute Argumentationsgrundlage gegen alle hätte, die immer noch auf Stress aus wären. Was willst du gründen? Ein 1000-jähriges Reich? Schieb hier mal nicht so eine Welle und komm mit in den Darkroom. In 1000 Jahren ist hier im besten Fall noch eine schöne Wiese. Was habt ihr ausgerufen? Ein Kalifat? Oh ne, Jungs, ihr wollt jetzt nicht ernsthaft in den letzten 50 Jahren Menschheit noch so ein Fass aufmachen, oder? Lass uns doch noch die paar Roofies knallen, die ich noch auf Tasche habe, dann sieht die Welt gleich viel schöner aus. Man sieht, der Erzähler hat ein kleines Drogenproblem. Aber zum Glück sind Erzähler und Autor ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und am Ende könnten wir noch so ein Mausoleum der menschlichen Kultur bauen, damit irgendwann die Aliens die Spuren unserer Existenz bewundern dürfen. Aber wir würden nur zwei Bilder von Xavier Naidoo und Donatella Versace, einen USB-Stick mit allen Staffeln von Big Brother und Bachelor und Bachelorette, einfach nur um sie zu verwirren, und ein Fidget Spinner darin deponieren, sodass die Aliens davon überzeugt sein werden, dass wir die mit Abstand dümmste, hässlichste und degenerierteste Zivilisation des gesamten Universums waren. Und der Letzte macht dann das Licht aus. Dankeschön. Aus Berlin! Aus Berlin! Noah! Klar!